Können wir dann jetzt endlich anfangen? Oder? Ja, wir Okay, können gut, jetzt alles klar. anfangen. Hi Leute, ich bin's Carina und ja, wie ihr seht, bin ich nicht alleine. Und zwar ist Dizzy bei mir, er ist Magier und wird für Hochzeiten gebucht. Und ja, wie ihr seht, wir sind auch hier gerade am Set. Also es sieht sehr professionell aus, weil wir gerade für Wedding Planner Home drehen. Und ja, ich habe mal die Initiative ergriffen und ihn überfallen und gesagt, wir machen jetzt auch noch ein YouTube-Video. Und stell dich doch am besten mal vor. Wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Steezy, ich bin Magier aus Frankfurt und ich baue Momente. Das ist meine Aufgabe. Also ich komme auf Veranstaltungen, zeige dort Zaubertricks auf unterschiedliche Art und Weise und sorge dafür, dass die Veranstaltungen dann sehr, ja, sich sehr im Gedächtnis der Gäste verewigen sozusagen. Wie lange machst du das jetzt schon? Die Magie als solches, die begleitet mich jetzt schon seit, boah, lass mich kurz überlegen, 2005, das sind 12 Jahre, ne? So 12 Jahre, lang, okay. Ja. Ist aber eigentlich nicht der Klassiker. Der Klassiker ist, dass man, ich sag mal, mit 7, 8 Jahren einen Zauberkasten geschenkt bekommt und dann nie wieder Freunde hat und nur noch Zaubertricks lernt. Das ist so der Klassiker, aber ich habe mich für die andere Variante entschieden und mich hat eigentlich die Magie recht spät erreicht, sagen wir es mal so. Also machst du schon seit 2005 professionell das? Professionell mache ich es seitdem nicht. Also ich habe ja im Prinzip dort angefangen, sozusagen die Magie für mich zu entdecken und habe dann die Tricks gelernt. Und professionell bin ich jetzt seit 4, 5 Jahren. Okay, ja, sehr cool auf jeden Fall, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage das jetzt nicht, weil du dabei bist, aber es ist besser, wenn ich sage, welche. Genau. Würde ich heiraten, ich würde mir das auch überlegen, so einen Magier zu holen, weil ich finde das mega cool und uns unterhält die Leute auf jeden Fall, ja. Bist du denn hauptsächlich für Hochzeiten gebucht oder ist es? Nein, also ich bin grundsätzlich verfügbar für alle Events, sprich Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern ist der Klassiker auch ganz oft, Beerdigungsfeiern, Scheidungspartys, nein Quatsch, also das hatte ich bisher noch nicht, aber es gab tatsächlich schon recht interessante Anfragen. Ich habe zum Beispiel einmal eine Anfrage bekommen, auf einem Elektro-Festival im Backstage-Bereich zu zaubern. Im Prinzip sozusagen engagiert für die dortigen Gäste als Upgrade der Veranstaltung, dass die da halt nochmal was ganz Besonderes erleben und dort zu zaubern. Hat leider terminlich kollidiert, aber wäre auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung. Ich finde es mega interessant, wie die Dienstleister einfach so rumkommen und in den unterschiedlichsten Locations sind, die ganz viele verschiedene Hochzeiten sehen, weil wir Hochzeitsplaner sehen ja immer unsere eigene Hochzeit, sag ich mal, also unsere selbstgeplante Hochzeit. Wir wissen ja wieder, was abläuft und in der Regel ja, kommt selten mal irgendwie was total Ausgeflipptes, Außergewöhnliches so und natürlich passieren auch gar keine Pannen bei uns. deswegen ist es immer ganz interessant. Niemals. Genau, deswegen ist es ja, ganz cool zu hören. Ja. Okay, du bist Magier. Was würdest du den Leuten denn empfehlen oder wieso empfiehlst du das den Leuten, sich einen Magier zu holen für die Hochzeit oder darüber nachzudenken? Also ich sage, viele haben ja den Anspruch, ihr Event zu etwas Unvergesslichem zu machen. Und sagen so, es war ein unvergesslicher Tag, es war so toll und überhaupt unvergesslich. Also ich glaube tatsächlich, ich maße mir mal an zu behaupten, dass ich imstande bin, wirklich unvergessliche Augenblicke zu kreieren, weil diese Tricks für viele Leute nicht erklärbar sind. Und das, sage ich mal, deren Vorstellungskraft sprengt. Ja? Und die diese Augenblicke mit nach Hause nehmen, zum Teil, also was ich auch mache, auch mit einem Souvenir, was sie mitnehmen können, also irgendwas, was sozusagen gezaubert wurde, was sie dann heimnehmen. Und das ist tatsächlich so, diese Souvenirs, die begegnen mir Jahre später zum Teil, zeigen mir Leute hier, ich habe das immer noch und das hängt bei denen an der Pinnwand oder im Kühlschrank oder wo auch, nicht im Kühlschrank, am Kühlschrank meistens. Und das ist tatsächlich, sage ich mal, ein wunderbares Mittel, um seine Veranstaltung einfach nachhaltig im Gedächtnis der Leute zu verewigen. Darüber hinaus hebt es sich natürlich auch ab, wie du schon gesagt hast. Also es gibt selten so Sachen bei Veranstaltungen, insbesondere bei Hochzeiten. Neben den Hochzeiten, die eigentlich, sage ich mal, bei mir nicht so das Hauptgeschäft sind, sondern vor allen Dingen auch Firmen-Events. Mhm. Ja. Aber bei den Hochzeiten ist das meistens, sage ich mal, sind das sehr, sehr viele wiederkehrende Momente. Ja? Sehr, sehr viele Sachen, von denen man denkt, okay, das habe ich dieses Jahr schon 4-mal gesehen. Ja. Ja? Und da ist tatsächlich so Magier nochmal so ein Mittel, um sich abzuheben, weil, Frage an euch Zuschauer, wie viele Hochzeiten habt ihr schon besucht, auf denen ein Magier aufgetreten ist? Die Frage stelle ich öfters und kriege öfters die Antwort, das ist das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Und tatsächlich, wenn man selber mal im Kopf durchgeht, ist das wahrscheinlich eher
selten der Fall. Aber da das eben noch nicht so ganz bekannt ist, sag ich jetzt mal, oder als ganz normaler Programmpunkt wie jetzt ein DJ oder so bei der Hochzeit ist, begegnest du da auch vielen Leuten oder Gästen, die dann sagen, oh, was ist das für ein Heuchler oder das ist doch alles nur gelogen, was der da macht. Wie gehst du damit um? Also ich habe tatsächlich ein ganz cooles Happening auf der letzten Messe, wo wir zusammen waren. Da kam eine Frau an meinen Stand und die hat gesehen, dass ich zaubere und ich habe gefragt, darf ich sie in eine magische Welt entführen? Ich so, oh nee, hör mal bitte auf. Also auf sowas habe ich überhaupt gar keine Lust. Überhaupt nicht. Und also vielleicht meine Tochter, die hat geheiratet, aber ich jetzt gar nicht. Und die Tochter kam dann tatsächlich und hat sich ein, zwei Sachen zeigen lassen. Und dann hat man gesehen, wie ihr Abstand von mir irgendwie immer geringer wurde. Und am Ende, ich mach's mal ganz kurz, am Ende hat sie mich gebucht. Ja, für die Hochzeit. Die hat mich gebucht, tatsächlich. Und tatsächlich ist das so, dass viele Leute Vorbehalte haben, weil die denken bei Zauberei, wie gesagt, an Onkel Herbert, der irgendwelche Mathematiktricks macht, und da irgendwas vorzeigt, was jeder durchschaut. Ja, wo man denkt, okay, ganz cool, aber ich habe eine Ahnung, wie es geht. Und das ist halt da eben nicht der Fall. Und was war die Ausgangsfrage? Habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Die Ausgangsfrage war, ob du schon mit irgendwelchen Leuten begegnet bist, die sagen, was für ein Heuchler oder sowas. Genau, ja, richtig, jetzt wo du sagst. Also Heckler nennt sich das in der Zauberersprache. Und die begegnen einem nicht nur ab und zu, sondern sehr regelmäßig, eigentlich auf jeder Veranstaltung. Und es ist tatsächlich so, also meine Taktik ist, die einfach, sag ich mal, mit Charme, ja, mit Witz, und auch mit einem, ich respektiere sie und ich respektiere auch diese Haltung zur Magie und zu mir, zu begegnen. Und tatsächlich, nicht bei allen, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, genauso wie mir ja keine Pannen passieren, würde ich jetzt auch nicht behaupten. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass das natürlich auch nicht bei allen funktioniert. Aber bei den meisten ist das so, dass man die überzeugen kann. Einfach, sage ich mal, mit einem respektvollen und sehr charmanten Umgang und die dann tatsächlich sich auch noch unterhalten lassen und irgendwann auch, sage ich mal, loslassen und sagen, ey, so schlecht ist das gar nicht und entspannt dann sozusagen die Magie genießen. Ja. Das ist ja auf jeden Fall ein cooler Moment für dich, denn wenn du die Leute dann vom Gegenteil überzeugen kannst. Ne? Mega cool, auf jeden Fall, Aber zum Thema Pannen. Ist dir denn schon mal irgendwas passiert, wo dann der Trick aufgeflogen ist oder wo jemand dahinter gekommen ist? Da gibt es eine Geschichte, die würde ich gerne erzählen, weil die echt wirklich witzig war. Das ist eine Megapanne gewesen, aber eigentlich im Prinzip in einer super lustigen Situation geendet. Es gibt einen Zaubertrick, da nehme ich einen Zimmermannsnagel in etwa von der Länge und nicht erschrecken mache ich tatsächlich. Ich nehme den und hämmer mir den bis zum Anschlag in den Kopf rein. Hast du mal ein Bild gesehen von mir? Ja, gibt's auf meiner Homepage, genau, ja. Und diesen Trick, genau wegen solcher Reaktion. Also Magie ist nicht nur cool, weil die Leute lachen und alles cool ist, sondern auch, weil es dich emotional einbindet, wenn du es dir nur vorstellst, geschweige denn von du siehst es. Und auch das ist eine Reaktion, die einfach, sag ich mal, auch ein Event abhebt. Ich sag mal so, mein Programm ist nicht darauf ausgerichtet, Leute zu schockieren oder entsprechend zu emotional zu zerstören, aber das ist eine Reaktion und letzten Endes bei diesem Trick, um zurückzukommen, ist es so gewesen, ich habe dann gemerkt, oh, dieses Mal ist was schiefgegangen. Und ich habe schon so einen eisenhaltigen Geschmack im Mund gehabt und wusste, okay, alles klar. Habe gemerkt, alles klar, ich blute. Und glücklicherweise war das, bevor mein Zauberpartner zu dem Zeitpunkt die Show übernommen hat, mein letzter Trick, sodass ich dann im Prinzip relativ galant da von der Bühne gegangen bin und keiner hat was gemerkt. Okay. So, dann bin ich direkt hinten raus, hinter die Bühne und bin zum erstbesten Kellner, der stand, meint so, hier, gib mir mal bitte ein Taschentuch. Boah, das suppt aber, meine Güte. Und, oh, danke. Oh, nee. Ah, gib mir mal eine Serviette, das ist zu wenig, das Taschentuch. Und, oh, verdammt nochmal. Und irgendwann, währenddessen ich da war, kam mein Zauberpartner von der Bühne und meint so, mach mal dein Headset aus. Und tatsächlich alles, was ich in diesem Augenblick gesagt habe, und alles, was ich gesagt habe, ist 1:1 draußen auf die Zuschauer übertragen worden. Und die haben sich totgelacht. Die dachten, das ist halt Unterhaltung. Genau. Die dachten, das ist Teil der Show und haben sich entsprechend kaputt gelacht und dachten, das wäre alles vorgeplant gewesen. Wir haben auch überlegt, ob wir dann so eine Sounddatei zusammenschneiden, die das sozusagen aufgreift. Und das war wirklich ein sehr, sehr witziger Augenblick. Also, um es nochmal von vorhin richtig zu stellen, mir passieren Pannen, das passiert jedem Menschen, das passiert auch mir als Profi, das passiert auch allen anderen Profis. Und die Frage ist nicht, ob dir Pannen passieren, sondern wie gehst du damit um? Das ist, was ein Profi zu einem Profi macht. Ja. Und wie ich damit umgehe, buchen Sie mich und ich zeige Ihnen meine besten Pannen. Sehr cool. Und wie die Reaktion ist. Ja, genau, wie ich damit umgehe. Cool. Ja.
Mega cool. Alles klar, ich würde sagen, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen in die Magierwelt von Steezy. Wir verlinken nochmal deine ganzen Accounts, danke. Website etc. in der Description Box. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Aber die Beschreibungskiste. Oder so, genau. Cool, also vielen Dank, dass du da warst und euch da draußen noch einen schönen Tag und an die Bräute auf jeden Fall viel Spaß bei der weiteren Planung. Ja, vielen Dank, dass ich hier bin. Gerne. Ciao.